Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Destroy All Humans 2. Wer ist sehr witzig? Ich bin hier der witzigste. Ciao Bella, meine Freunde. Und damit nochmal herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Folge die letzte Mission hier in diesem Ort, schätze ich mal, abgeschlossen. Hier vorne ist jetzt unsere Hauptmission. Und ja, Landezonen gesperrt. Man könnte hier ein paar Landezonen noch freischalten, um hier mehr zu machen. Ich würde aber sagen, wir laufen jetzt hier mal zu unserer Hauptmission. Und ich denke mal, da verlassen wir dann Amerika in Anführungszeichen. Oder beziehungsweise machen wir hier die letzte Mission, um den KGB aufzuhalten, dass es nicht die ganze Stadt zerstört wird. Schätze ich mal. Und ja, so um den Dreh wird es wahrscheinlich laufen. Und dann werden wir auch in den nächsten neuen Ort gehen, schätze ich mal. Und ja, was ist das denn mit Alcatraz? Donnerwetter, Alcatraz. Einfach mal Alcatraz. Okay, wir schalten hier oben mal den Parkplatz frei. Ist er hier direkt? Wo ist der Parkplatz? Da links. Dann können wir den hier mal als nächstes freischalten. Halten zum Interagieren. Weibliches Grab. Im knapp bekleidet. Ja, was bist denn du für Lustmeuch? Weibliche Sklaven, sowas. Ciao. Das ist auch keine Frau. Du bist auch keine Frau. Ich brauche Frauen. Ja, ich hab die echt im Griff. Hat das jetzt gezählt oder nicht? Jetzt haben wir doch noch. Oder muss ich sie mit... Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, das war etwas unsanft. Ja, geh halt mal weg. Du gehst halt auch mal weg. Denke ich auch. Entdeckt. Ja, ja, alles gut, Leute. Hier reinlaufen oder was? Ah, okay, wirklich reinlaufen. Okay. Ist alles gut, mein Freund. Junge, hör mal auf. Also das Schleuer, davon bin ich wirklich, wirklich, wirklich ein Freund. Ja, dance up. Ich weiß nicht, was er mit dir macht. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Viel Spaß, ciao Bella. Und da ist die letzte Dame. Autsch. So, die Daten sind auch schon wieder respawned. Okay. Oh, blub. Ja, freie Liebe. Ich war jetzt dreimal dieselbe Dame. Voll krass drauf. Landezone aktiviert. Sind voll krass drauf. Okay, gut. Landezone. Oi, danke sehr. Cockpit betreten. Poxmarkt. Okay. Holocodex. Raumschiff-Skins gibt es natürlich auch. Ja, ich hab ja mir dieses Deluxe-Paket geholt. Und... Retro-Untertasse. Und ja, da waren ein paar Skins dabei. wir bleiben erstmal für ein, zwei Folgen normal. Poxmark, da können wir mal gucken. Hallo? Ja. Ja, okay. Okay. Alles upgraden. Ja, okay. Okay, hier kann man die Sachen kaufen und upgraden. Mehr als benötigt. Ich schätze mal, da kommen wir auch so weit, bis wir die Sachen hier bewusst machen können. Hilfe, aber ich sehe, man kann jede Menge hier... Wirklich jede Menge hier freischalten, so wie das hier aussieht. Größeren Schaden. Akku. Okay. Ladekapazität. Ah, hier sind die Punktchen hier. Gut, dann hier. Was ist das? Schwunde lösen keine Schockwelle aus. Das hier. Eine kleine, nicht keine. Jetzt haben wir noch 12 Pünktchen offen.
Konnte man hier nochmal erhöht Ladekapazität. Hallo? Jetzt habe ich S gedrückt. Ich schlappe wieder. Nein, Schiff bleibt da. Schiff bleibt da. Hier. Dann machen wir das. Geben wir alle Punkte aus. Genmixer. Okay, okay, okay. Das lese ich mir alles durch. Ja, ja, ja. Hippies, Korps, Soldaten. Und sie dann wegschleudern. Okay, gehen. Okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Hippies, Korps, Soldaten. Okay. 25. Ganz ohne lange. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Das sind alles. Alles Fähigkeiten, Raumschiff-Skins, Protokolle. Okay, okay. Ja, ich sehe, ich sehe. Okay. Cockpit betreten. Abflug. Mensch, Leute, ey. Weil ihr hier noch kein gescheites Alien hier gesehen habt. Okay. Oh, wir gehen mal kurz nach Alcatraz. Oh mein Gott, da ist die Russenbasis. Okay, ich weiß, wo wir als nächstes hin müssen. Können wir hier auch einfach aussteigen oder müssen wir parken? Ich glaube, wir müssen parken. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Ja, wir parken, wir sind getan. Ihr habt uns alle nicht gesehen. Interagieren. Saug Menschen auf. Toll. Oh, das ist gut. Erneuert nur DNS für Genmixer. Ah, Raumschiff immer verfügbar. Okay. Das ist gut zu wissen als Fähigkeit. Lass mal darüber fahren. Hi Leute, bye Leute. So, guten Tag. Wir sind hier, um zu arbeiten. Wow. Also ist unser furonischer Gott symbolisch überall auf der Erde begraben? Wer hätte das gedacht? Ah ja, Argmudel vom heiligen Gehänge, ungeheuerlich in seiner Größe, legendär in Sachen Potenz und Ausdauer. Du hast mich an ihn erinnert, Krypto, mit der puren furonischen DNS deines neuen Klons und deinen wiederhergestellten Genitalien. Ja, du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Bei allen Gonaden, die Prophezeiung! Was? Was für eine Prophezeiung? Sie besagt, dass ein Retter kommen wird, der die sexuelle Dominanz der phyronischen Spezies wiederherstellen wird. Okay. Es steht so geschrieben im heiligen Buch von Pudenda. Und sieh, dein Sohn von Agmudel wird sich erheben, neugeboren. Und alles vorbereiten für den Tag, an dem Agmudel wiederkehrt. Moment mal. Es klingt unglaublich, ich weiß. Aber Krypto, was ist, wenn es stimmt? Was ist, wenn du dieser Auserwählte bist? Okay. Ich hatte eine rote Pille zum Frühstück. Alles klar. Man macht früh auf, ist ein ganz normales Alien und dann ist man plötzlich der Auserwählte. Wie geht das? Okay, meinetwegen. Sagen wir einfach mal, du hast recht. Wie zur Hölle soll ich denn dafür sorgen, dass Argwudel wiederkehrt? Die Schriften sagen, dass Argwudel zurückkehrt, wenn genug Jünger an ihn glauben. So wie bei Tinkerbell. In der Art, aber Krypto, das ist perfekt. Die Menschheit ist verzweifelt auf der Suche nach einem Weg, das Körperliche und das Spirituelle zu verbinden. Du brauchst nur noch die Kunde vom guten Anmachspruch des Argwudel zu verbreiten. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als dir zu folgen. Du willst, dass ich einen Kult gründe? Ja, im Grunde. Religion ist das Opium für das gemeine Volk. Es gefällt mir. Aber wie soll ich das anstellen? Nun, Menschen neigen dazu, ihre Individualität mittels Stammeseinheiten zu sublimieren, die von sozialen und politischen Gemeinsamkeiten geprägt sind. Solche Gruppen wimmeln von Samenschafen, die bereit sind, zum Weg des heiligen Gehänges konvertiert zu werden. Gepriesen sei Argwudel. Gepriesen sei Argwudel. Okay, es geht einfach in eine völlig andere Richtung. Halleluja. Bevor du das machst, wäre es weise, die Zustimmung und den Segen von Argwudel selbst zu erlangen. Was?
Du meinst eine von diesen Statuen mit Taubenscheiße drauf? Genau. Suche den Segen Argwudels und dein Kult wird gedeihen. Wenn du das sagst, aber ich werde mir wie ein Trottel vorkommen. Hilfe! Es passiert einfach nichts, was ich gesagt habe. Was passiert? Okay, drücke B, aktiviere den PK-Schlagboden. Okay. Gegenstände werfen. Ja, das müssen wir. Halten und zerstören. Okay. Huch! Aua! Hört's mal auf! Ist jemand da? Verarsch mich nicht, Jerry! Ja, ich verarsch dich. Ich bin Jerry. Hallo. Ciao. Sorry, Milady. Miau. Und ciao, Bella. Bis in den Ofen. Ciao. Ciao. So. Können wir jetzt... Wächst aus ungezügelter Fruchtbarkeit. Sobald der Ring orange wird und die Nerven der Bevölkerung blank liegen, dann wird der Boden bereit sein für die Saat. Und die Massen werden voll. Okay. Also alles töten, was sich hier bewegt. Warnstufe auf orange. Krügel. Anmachspruch der erotischen Befriedigung in die Welt zu bringen. Hierhin, Sohn des Arkwudels, bringe den Massen das heilige Gehänge. Das war's schon. 4-Sekunden-Mission. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Ist jetzt PK-Schlag ein. Oh, ja. Argwudel, says, come again. Ah, Gott, 6 zu 9. Okay. Hilfe. Wurde mir angezeigt. Prüfen, welche Arten von Menschen noch fehlen. Okay, Genmixer vom Raumschiff, verstehe. Ja. Toll. Hilfe. Einfach da hinten, da ist noch mal Argwudel, hier ist noch Argwudel, da ist ein Schiffspot. Hilfe! Das können wir auch mal probieren. Einfach mal ein paar. Der Turm ist immer noch da. Ein paar Leute hier einsaugen. Todeslaser, Leute einsaugen. Ah! Sammeln wir mal ein paar Leute. Alle Hippies rein. Lecker schmecker, lecker schmecker. Oi, oi, das macht Spaß. Die Hippie-Wiese. Ist wirklich ein guter Spot, um Leute einzusammeln. Ihr habt keine Handys. Hört auf, mit euren imaginären Handys anzurufen. Jum. Komm. Irgendwie ist der Laser etwas squishy. Es ist leichter irgendwie an solchen Geraden hier einzusaugen. Merke ich gerade. Lup. Also Soldaten waren einfach. Gut, Hippies haben wir auch. Jetzt bauen wir nur noch Cops. Ja, aua, hör doch auf. Okay, wir haben es fast. 9 von 20
Du bist kein Korb. Ist zerstört? Ja. Ich will Korbs hier haben. Muss doch irgendwo hier. Hier irgendwo eine Polizeistation gehen. Da ist ein Korb. Hier ist ein Korb. Da rechts ist, hier ist das Militärgelände. Ist doch irgendwo auch hier eine Polizeiwache. Blub, 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 blub. Ja, beim Donut schon. Okay. Der Genpool ist perfekt. Tarnung aktivieren. Wir müssten eigentlich eher mal reparieren. Und so, um unsere Schilde ein bisschen aufzumotzen, ja. Können wir hier jetzt einmal landen? Natürlich nicht. Na, wir brauchen wieder einen Spot. Da wir noch keinen frei haben, müssen wir wieder zurück, jo. Uff. Und landen. Sag landen! Ich glaube wieder. Okay. Wunderbar. The Guns of Alcatraz. Jetzt. Die KGB-Agenten-Krypto. Endlich! Meine Knarre hat sich schon gelangweilt. Mann, ich hasse diese Typen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es irgendjemanden geben könnte, der miesere Anzüge trägt als Majestic. Nein, über Filme reden wir mal nicht. So, wir gehen mal ins Eingemachte zum Eingemachten. Bongwaters letzte Übertragung hat die Position der KGB-Basis offenbart. Sie sitzen auf einer verlassenen Gefängnisinsel mitten in der Bucht. Dann haben wir sie. Ich blase diese Insel zurück ins Meer mit all den Widerlingen darauf. Warte noch. Dieser Agent Oranchow hat Bongwater gesagt, sie würden irgendwie die ganze Stadt vernichten wollen. Besser, du erforschst erst einmal die Insel und findest heraus, was sie planen. Jo. Na gut, ich mach mich auf den Weg zu The Rock. Ah, to The Rock. Okay. Ja. Können wir jetzt übers Wasser? Weil ich glaube, beim alten Teil konnte man nicht übers Wasser. Niemand war's. Oh! Direkt die Mission, was sagt, berühre das Wasser nicht. Okay, ich wusste nicht. Okay. Ja. Okay. Ich wusste nicht. Das war ein bisschen drauf surf direkt hier. Ah. Okay. Uff. Wir wurden erwartet. Meine Geduld ist am Ende, Gaspardin. Ich zittere. Neben euch sehen die Amerikaner clever aus. Ruhe! Die Arbeiterrevolution ist unausweichlich. Na klar, du weißt nicht so wirklich viel über Kapitalismus, oder, Ivan? Ich weiß, dass korrupte Konzerne immer fetter werden durch das Schuften des amerikanischen Arbeiters. Sie halten die Fäden der amerikanischen Regierung in der Hand. Korrekt. Und gegen sowas kommt man nicht an. Nicht mal mit Atombomben mit Zeitzündern, die in Bay City versteckt sind? Der ist hinüber. Was ist sie? Oder warum ich ist sie? Ich hatte feuchte Träume, die wesentlich schlechter waren. Genosse, vernichte die Dokumente, bevor er herausfindet, wo die Bomben versteckt sind. Ja, genau. Man nimmt auch die Dokumente, wo die Bomben drauf sind, direkt zum Feind. Das Bay City. Hey, Ruski, her mit den Dokumenten. Oh Gott, Hilfe, ist das Spiel.
Wow, innerhalb 4 Sekunden. Das war ein bisschen zu schnell, glaube ich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will kein Hippie werden. Aha! Strom euch an, Leute. Okay. Aktiviere Landezone, das kriegen wir hin. Hallo. Es steht im Buch der göttlichen Erdichtung, dass der große Gott des heiligen Gehänges nicht erschaffen wurde und nicht ungeschaffen gemacht werden kann. Argwudel ist, war schon immer und wird immer sein. Und da haben sie ausnahmsweise mal recht. Schieß mit deinem Desintegrationsstrahl auf mein Idol. Und ich werde es dir beweisen. Ich hab's dir doch gesagt. Nichtsdestotrotz werde ich die Landezone freischalten. Danke fürs Spiel. Okay. Okay, Atombomben deaktivieren. Machen wir. Kriegen wir hin. Achso, wir haben Zeitdruck. Okay, ich wollte schön gemütlich hier alles machen. Es sind Atombomben drauf und ich hätte erst das direkt mal drauf schießen. Ja. Das ist das Erste, was ich mache. Atombombe sehen, drauf schießen. Oh Gott, die Musik im Hintergrund. Oh, Hilfe, ey. So, habe ich jetzt hier meine Ruhe? Ich glaube schon. Eine Waffe war hier drauf. Noch hier, so. Ich glaube, wir haben aber leider hier ein bisschen fehlgeschlagen, missionstechnisch. So. Ins Wasser. Wenn das reicht, okay. Ich finde es lustig, das Spiel heißt ja eigentlich Destroy All Humans, aber irgendwie retten wir eine Hälfte der Menschen. Jetzt zerstören nicht unbedingt alle. Hat er einfach die Atombombe oben drauf? Leute, ich war das... Ich habe nicht drauf geschossen. Habe ich vielleicht minimal aufgehoben und ist es runtergeplupst? Ich glaube, das ist passiert. Das war Schlowino. So, jetzt hier. Eine geschnappt und jetzt können wir ja alle vernichten. So, Leute. Aber hier ist totaler... Wirklich totaler Ausverkauf hier heute. Totale Vernichtung. Absolute Zerstörung hier. Und, oh, Hilfe. Keine Raketen in meinen Arsch schießen. Danke. Aua, ich stelle mich jetzt gerade doof an. Habe ich es erwischt? Ich glaube schon. Oua, hört mal auf. Oh. Wir essen noch mal was. Lecker Schmecker. Okay. Absolute Zerstörung. Leute, ich würde jetzt da tendenziell mal rausgehen. Huch. Ich hätte Schild aktivieren sollen. Da ist irgendwo noch eine Raketenstellung. Ah, hier. Ihr Schlappiner. Sollte vielleicht auch mal Schild aktivieren, ein, zweimal. So. Absolute Zerstörung, Leute. Mission erfüllt. Ja. Töte den Agent mitbringen. Ja. Sorry. Das ist, wenn man zu schnell arbeitet und zu langsam liest.
Oh Gott. Kein Rock mehr. Entkommene Straftäter nehmen Rachebehörden geben Rockmusik die Schuld. Okay. Sehr wahrscheinlich. Schön. Sperrgebiet. Hallo. Ist das gut gemacht, Kruto. Ich habe ja Angst, dass du sie genauer anlässt. Etwas herausgefunden. Amerika ist nicht das einzige Ziel des KGB. Agent Horatschow leitet seine Operation von Albion in England aus. Ich möchte gern wissen, wie der KGB sich schafft, an den Ort des Zivilen Agenten zu sabotieren. Auf nach Albion, alter Junge. Okay. Ab in die nächste Stadt und damit würde ich dann auch mal sagen, bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.